Wünschtest du dir auch manchmal, dass du einfach total neutral bleiben könntest, dass du keine Reaktion zeigen müsstest, dass es dir einfach besser geht, weil du keine negative, unangenehme Reaktion in deinem Körper ausgelöst bekommst? Wenn dich das Thema interessiert, dann bist du hier richtig. Mein Name ist Christina Augenschein und ich bin Expertin für Leichtigkeit, denn ich finde, dass es schwer genug ist im Leben und wir eigentlich alles viel leichter machen könnten. Und ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Christina Augenschein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Willkommen beim Video der Woche, bei der Podcast-Folge der Woche. Heute geht es darum, wie du reagieren solltest, wenn irgendeine unangenehme Situation eintritt, die dir gar nicht gefällt. Also es passiert irgendetwas und nö, das müsste ich nicht nochmal haben. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte es nicht. Bitte lass es weg. Nein, es geht nicht. Also wir kommen ständig tagtäglich manchmal in Situationen, die uns nicht passen. Und ich zeige dir heute, wie ich das inzwischen handle. Es klappt in 99,9% aller Fälle. Also es ist eine hohe Rate, es gibt keine 100%, es ist einfach so. Aber ich erzähle dir mal eine Geschichte, warum ich auf das Thema gekommen bin, dass ich dir das jetzt erzähle. Diese Woche bekam ich eine Messenger-Nachricht von einer langjährigen Kundin. Hallo Christina, du musst mir unbedingt helfen. Stell dir vor, mir geht's total schlecht. Die Ex meines Freundes hat uns kontaktiert. Sie ist im 8. Monat schwanger und behauptet, es wäre von meinem Freund. Okay, das ist mal eine Ansage. Im 8. Monat, ich habe gesagt, erstens, warum meldet sie sich erst im 8. Monat? Zweitens, du kannst ja nicht sicher sein, dass das Kind von ihm ist. Was auch immer geschieht, vor was hast du Angst? Also natürlich reagiert man so. Aber das allererste, was ich hier gesagt habe, ist, hör auf zu reagieren. Und jetzt kommt der Clou. Wie geht das? Wie kann ich, wenn irgendetwas passiert, wenn irgendetwas geschieht, wenn irgendein Mensch irgendetwas tut oder sagt, was mir gar nicht gefällt, wie kann ich nicht reagieren? Ich habe das jahrelang trainiert, denn ich hatte es satt. Ich hatte es satt, ständig in den Brunnen geworfen zu werden. Also ich weiß, du kennst das. Es gibt keine Ausnahmen auf dieser Erde. Es passiert irgendetwas und bumm, dauert eine Sekunde, du liegst im Brunnen ganz, ganz unten tief und weißt nicht mehr raus. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, in dem Fall, du siehst den Himmel vor lauter Brunnenmauern nicht, du bist ganz, ganz tief drinnen. Nur, jetzt kommt der Punkt, nur durch das, was irgendjemand im Außen gesagt oder getan hat oder was du gehört hast, da fällst du von deinem jetzigen Zustand, der ist vielleicht total easy und total entspannt und total gut oder auch gestresst, was auch immer, fällst du ganz, 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 ganz tief in diesen Brunnen und kommst nicht mehr so schnell raus. Also dein Kopfkino läuft und läuft und läuft und du explodierst innerlich vor lauter Gedanken und es sind Sorgengedanken, weil es hat immer mit Angst zu tun. Diese Dame hatte natürlich Angst aufgrund dessen, dass ihr Partner sie verlässt. Es ist eine Angst, die können wir alle nachvollziehen, total nachvollziehen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, warum ich das beschlossen habe, dass ich keine Reaktion mehr sofort zeige. Und es ist nicht so, dass ich eiskalt bin. Das ist nicht der Punkt. Aber so ähnlich, ja. Wenn etwas passiert, was dir nicht gefällt, zeige erst einmal keinerlei Reaktion. Du hast das unter Kontrolle. Du kannst deine Gedanken steuern.
es wird in den ersten Wochen und Monaten, wird es nicht klappen so schnell. Du wirst immer eine Reaktion haben, so wie du es halt gewöhnt bist. Das ist eine Gewöhnungssache. Du reagierst erstmal mit, oh Gott, Angst. Wenn du das spürst in Zukunft, und ich werde das im Diamond Club, da werde ich extra, also falls du noch nicht Mitglied bist beim Diamond Club, dann werde jetzt Mitglied, denn genau diese Session gibt es demnächst, um das zu verändern, um das umzuswitchen. Du weißt ja vielleicht, wenn du den Diamond Club, wenn du darüber schon mal gelesen hast, das ist ein Club bei mir, der ist exklusiv für Mitglieder. Und da gibt es so Special-Sachen, die ich sonst nirgends veröffentliche. Die gibt es einfach nicht. Und ich werde dieses Thema dran nehmen beim nächsten Mal. Denn ich finde, es ist die schönste Methode, um unangenehme Situationen in angenehme Situationen umzuswitchen. Hört sich komisch an, ist aber so. Also, wenn du eine Reaktion in deinem Körper bekommst, du bekommst Angst zum Beispiel, du bekommst ein Ärgergefühl, dann ist es besser für dich, erstmal alles runterzufahren. Und ist ganz, ganz wichtig, es geht nicht darum, irgendein Gefühl zu unterdrücken. Das ist nicht meine Arbeit. Das ist nicht der Punkt, das ist ganz, ganz wichtig. Das darfst du niemals tun. Keine Gefühle unterdrücken. In dem Fall unterdrücken wir nur die Reaktion auf eine bestimmte Situation, die dir nicht gefällt. Weil du hast es sowieso nicht unter Kontrolle. Was im Außen passiert, hast du nie unter Kontrolle. Aber du hast eins unter Kontrolle und das ist das, wie du reagierst. Und dann schläfst du eine Nacht drüber und dann wirst du bemerken, dass am nächsten Tag deine Gedanken sich wieder geklärt haben, dein Kopf wieder normal läuft, du bist nicht mehr im Brunnen, du bist überhaupt nicht im Brunnen gefallen, du bist immer noch in der Lichtenwelt, die Sonne scheint zum Beispiel und dir fallen plötzlich Lösungen ein oder du sagst, so schlimm ist es ja gar nicht gewesen, also warum habe ich mich so aufgeregt gestern? Deswegen, probier es aus, versuch es oder komm zum Diamond Club und hör dir die Session an, wie du da rauskommst. Keine Reaktion ist oft besser als eine Reaktion, und zwar eine unangenehme Reaktion, denn dann hast du es unter Kontrolle. Was sagst du dazu? Was meinst du dazu? Wie ist deine Meinung? Ich freue mich über deinen Kommentar unter dieser Folge. Schreib mir einfach, schreib, wie es dir damit geht. Schreib da, ob du auch ein Beispiel dazu kennst, ob du ein Beispiel von deinem Leben vielleicht erzählen möchtest. Wir müssen uns vernetzen, wir müssen kommentieren, damit wir erfahren, dass wir nicht alleine auf der Welt sind, dass wir die Probleme nicht alleine haben, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte zu diesem Thema. Wenn dir noch eine Frage einfällt, schreib mir bitte unter dieser Folge. Ich antworte immer auf alle Fragen. Dazu nehme ich mir die Zeit, ich schwöre es, ich nehme immer die Zeit, die Fragen zu beantworten. Die müssen halt unter der Folge stehen, sonst bekomme ich sie nicht mit. Komm zum Diamond Club. Wenn du die 10 Leichtigkeitstipps noch nicht geordert hast, die sind unverbindlich und kostenfrei, dann order die. Auf meiner Website gibt's die ganz, ganz oben. Das kannst du gar nicht verpassen. Also www.christina-augenstein.com. Ganz, ganz oben kannst du dir die 10 Leichtigkeitstipps holen. Also meine allerbesten 10 Leichtigkeitstipps für dich. In 10 Tagen jeweils einen Leichtigkeitstipp. Also hol sie dir, sind kostenfrei. Und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich auf alles. Ich bin gespannt, was du schreibst. Und ich kann nur noch eins sagen, mein berühmter Schluss. Sprich mit. Let's spread the love. Love, love, love. I am pure love.